vier Jahren, als es um den Wiedereinzug der FDP in den Bundestag ging, eine famose Veranstaltung mit Christian Lindner gemacht, damals unter anderen Bedingungen als heute, denn der Saal war brechend voll, saßen Zuhörerinnen und Zuhörer auf dem Fußboden vorne, sie standen an den Wänden entlang und auch noch bis hinten drin. Das geht, wie Sie unschwer erkennen können, heute nicht, aber ich freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind, dass ihr alle gekommen seid, um dabei zu sein, wenn wir den Wahlkampf 2021 hier im Landkreis Böblingen einläuten. Ich begrüße auch sehr herzlich alle unsere Zuschauer am Livestream. Wir streamen die Veranstaltung natürlich auch ins Internet und da haben wir zahlreiche Zuschauer, die dabei sind, die sonst sicher auch gerne hierher gekommen wären. Eine Entscheidung haben wir schon mal richtig getroffen heute, nämlich die Entscheidung drinnen den Wahlkampfauftakt zu machen in einer Halle. Der Christian Lindner kommt aus Mannheim, wo er heute Morgen schon oder heute am späten Vormittag eine Rede gehalten hat. Und ich habe nur auf Facebook viele, viele Regenschirme gesehen und dementsprechend war das heute wahrscheinlich nicht die richtige Entscheidung, draußen zu sein. Wir sind drinnen, aber damit eben mit beschränkter Personenzahl. Umso herzliches Willkommen an alle hier im Raum und alle am Livestream. Der Christian Lindner ist unterwegs aus Mannheim, ich habe es eben schon angekündigt und wird so vielleicht in 10 Minuten ungefähr bei uns eintreffen, je nachdem, wie die Stausituation auf der A81 ist. Das ist ja das Gute in Wahlkämpfen, wir können im Kreis Böblingen immer allen unseren Gästen nochmal live und in Farbe am eigenen Leib zeigen, wie dringend der Ausbau unserer Infrastruktur hier ist, wie sehr wir darunter leiden, dass das alles so lange dauert in Deutschland zwischen einer Idee, der Planung und am Ende der Umsetzung. Ich nutze die Zeit aber gerne, um noch einige Vorbemerkungen zu machen, ein bisschen einzuleiten. Zunächst einmal darf ich einige Gäste sehr, sehr herzlich begrüßen hier bei uns, die hier im Raum dabei sind. Und zwar haben wir 4 Gemeinderätinnen und Gemeinderäte dabei, Brigitte Benzinger-König, Dr. Detlef Gurgel, Max Reinhardt und Daniel Schmidt aus Weilerstadt, aus Böblingen, aus Sindelfingen und aus Eichlingen. Wir haben uns 2019 kommunal hier im Kreis deutlich verbreitert, erheblich an Mandaten zugewonnen und ich freue mich riesig, dass die 4 heute hier dabei sind. Ein herzliches Willkommen an unsere Kommunalpolitiker. Wir haben dann natürlich auch einige, die aktiv sind in der FDP im Kreis und im Ortsverband. Ich will den Andreas Weig erwähnen, unseren stellvertretenden Kreisvorsitzenden, Frau Kalaminus, Frau Schenker, und viele, viele andere auch. Der Charlie Braun, da ist er genau. Viele, viele andere auch, die sich hier engagieren. Ein herzliches Willkommen. Und für alle, die hier aus dem Kreis Böblingen stammen, wir haben heute, just sagte mir der Max Reinhardt vorhin, und ich darf es verraten, das 300. FDP-Mitglied im Kreis aufgenommen. Wir haben also die 300er Marke übersprungen und wir kommen damit nach überhaupt nicht im Derjenige, der schon mal den Grundstock für ein gutes Wahljahr gelegt hat, war Hans-Dieter Schäfer, der kommt auch noch, unser Kreisvorsitzender und Landtagsabgeordneter, die Landtagsfraktion hat in Stuttgart heute getagt und er wird mit der Alena Trausche, der jüngsten Abgeordneten im Baden-Württembergischen Landtag, heute hier auch noch mit zu uns stoßen. Da ist er sogar schon, der Hans-Dieter Schäfer. Herzlich willkommen, Hans-Dieter, dein Name ist gerade gefallen und wir begrüßen unseren Kreisvorsitzenden und Landtagsabgeordneten sehr, sehr herzlich. Hans-Dieter, da vorne ist dein Platz. Komm nach vorne und einen herzlichen Applaus. Ich darf sehr herzlich begrüßen viele andere Gäste auch aus der Gesellschaft hier, aus dem Kreis Böblingen und der Region Stuttgart, aus der Wissenschaft, Professor Burkhoff von der Uni Hohenheim, herzlich willkommen. Begrüße aus dem Mittelstand, die Unternehmerpersönlichkeiten, die wir hier haben, Willi Stahl habe ich gesehen, das Ehepaar Falkenberg Bahr, den Peter Köpf, Herrn Antretter und auch viele andere. Liebe Mittelständler, Sie haben ja vielleicht mitgekriegt, dass es eine Warnung gab vor der Wahl der FDP in der letzten Woche. Der Investmentriese BlackRock, dem ein erheblicher Anteil an den DAX-Unternehmen gehört, eine der großen globalen Investmentfirmen, hat offiziell davor gewarnt, die FDP zu wählen. Die Begründung von BlackRock war, dass die FDP mit ihrer auf Sparsamkeit bedachten Politik, auf solide Finanzen, auf Strukturreformen auch in Europa, in der Tat die falsche Wahl sein soll. Den großen Investoren dieser Welt, den Finanzriesen dieser Welt, scheint es näher zu liegen, wenn Parteien
anfangen, unternehmerische Risiken mit Steuerzahlergeld oder mit Geld der Notenbanken zuzukleistern, anstatt dass wieder an der Basis unternehmerische Arbeit geleistet wird. Und deswegen danke ich gerade mal unseren Mittelständlern, die jeden Tag ehrliche unternehmerische Arbeit leisten, das Risiko selber tragen, sich überlegen, wie sie ihre Kunden noch zufriedener machen und Arbeitsplätze schaffen und erhalten können. Auf sie sind wir stolz. BlackRock brauchen wir bei der FDP nicht, liebe Freunde. Und einen Gast möchte ich hier nochmal ganz besonders begrüßen. Das ist jemand, der es in ganz jungen Jahren schon zu einer bemerkenswerten unternehmerischen Leistung gebracht hat, nämlich Benedikt Kurz, einer der Gründer der Lernplattform KnowUnity aus Sindelfingen. Letztes Jahr Abi gemacht, dieses Jahr 2 Millionen Euro Finanzierungsrunde für Wachstumsfinanzierung eingeworben mit einer der am stärksten wachsenden Lernplattformen. Lieber Benedikt Kurz, schön, dass du dich für die Politik der FDP interessierst, bei unserem Wahlkampfauftakt zuhörst. Und wir sind stolz darauf, dass es gerade auch junge Menschen gibt hier im Kreis Döblingen, die mit Zukunftsideen, mit Mut und mit sehr, sehr viel Professionalität an ihr Unternehmertum rangehen, ihre Idee leben und umsetzen. Ganz, ganz herzlich willkommen und alles, alles Gute für das Unternehmen und die nächsten Jahre und alles, was ihr euch vorgenommen habt. Ich darf natürlich auch alle anderen begrüßen, die ich jetzt nicht namentlich erwähnen konnte. Ich darf auch die Kolleginnen und Kollegen der Medien begrüßen, die mit dabei sind, und wir freuen uns sehr über ihre Berichterstattung. Ja, die Bundestagswahl in diesem Jahr ist eine ganz besondere Bundestagswahl. Und zwar deshalb, weil wir zum ersten Mal nach 16 Jahren darüber entscheiden, was mit der Republik passieren soll in der Zeit nach Bundeskanzlerin Angela Merkel. Egal wie die Wahl ausgeht, egal wer den Regierungsauftrag bekommt, es wird etwas Neues beginnen. Es wird eine neue Seite aufgeschlagen und sie wird beschrieben werden. Und nachdem wir nun mit Corona eine Zäsur hinter uns haben, einen Moment, wo die Gesellschaft in allen Bereichen, im Gesundheitswesen, in der Wirtschaft, in den Schulen, in den Sozialberufen, aber auch in den Betrieben, überall auf die Probe gestellt worden ist. Ja, da müssen wir jetzt und nach all den Erfahrungen gucken, dass wir vor allem die Zukunft jetzt wieder weiterentwickeln. Und wir haben ja gelernt während der Corona-Krise, was wir können. Wir können, glaube ich, gut Entscheidungen vor Ort in den Kommunen treffen, auch schnell treffen. Wir können nicht so gut Digitalisierung der Schulen, des Unterrichts, der Kontaktnachverfolgung, der Auszahlung von Überbrückungshilfen. All diese Themen, die wir eigentlich seit Jahren ja auch schon kennen, haben in der Pandemie sich als Problem erwiesen und die Probleme, die sowieso da waren, verschärft und vergrößert. Und beides zusammen, die Zeit nach Angela Merkel, die eine neue Zeit wird, und auch die Erfahrungen der Pandemie, wo wir gelernt haben und gemerkt haben, auch in Deutschland besteht Modernisierungsbedarf, Veränderungsbedarf, muss ich was tun, muss ich wieder was bewegen. Das macht diese Wahl zu einer ganz, ganz spannenden Wahl. Und diejenigen, die den Regierungsauftrag kriegen nach dieser Bundestagswahl, die werden eine gewaltige Aufgabe zu erledigen haben. Aber ich bin auch überzeugt, die Menschen sind jetzt auch bereit für etwas Neues. Sie sind auch bereit, Veränderungen mitzutragen, wenn sie in sich logisch sind und wenn sie gut und klug kommuniziert werden. Und genau das ist jetzt die Mission der Freien Demokraten, genau das ist das, was wir jetzt bis zur Bundestagswahl verfolgen und anstreben. Nämlich, dass wir es schaffen, mit einem überzeugenden Votum den Auftrag zu kriegen, unser Land ins 21. Jahrhundert zu führen, die 20er Jahre zu guten Jahren zu machen. Und da stehen Richtungsentscheidungen an, die auch den Kreis Böblingen massiv betreffen werden. Denn es geht im Grunde um die Frage, wollen wir stärker auf das Kollektiv setzen, auf den Staat, der die Dinge schon weiß, versteht und regelt? Oder glauben wir, dass die Lösung von Problemen vom Einzelnen ausgeht, von seiner Einzigartigkeit, davon, dass er sagt, ich will es anders machen als der Rest, ich will das versuchen, ich will was in die Hand nehmen. Und genau diese Entscheidung ist die entscheidende Frage rund um diese Bundestagswahl. Und deswegen treten wir Freien Demokraten auch so motiviert an. Früher war es nämlich so, ich sag mal früher, so meine ich so vor 5 Jahren vielleicht, als wir 2017 uns angeschickt haben, auf dem Sprung waren, ins Parlament zurückzukommen, da wurde man schon manchmal gefragt, naja, wir leben doch in einem freien Land in Deutschland, man kann doch im Grunde alles machen, doch alle Ziele erreicht, wir haben eine freiheitliche Verfassung,
Warum eine liberale Partei? Habt ihr euch nicht irgendwie zu Tode gesiegt oder erledigt dadurch, dass ihr alle eure Ziele erreicht habt? Das war auch so die Frage, die man gestellt bekommen hat. Und dann antwortet man natürlich als freier Demokrat und sagt, Freiheit ist nie ein Zustand, den man einmal erreicht hat und dann bleibt sie, sondern sie muss jeden Tag gewertschätzt werden. Jeden Tag auch neu erobert und neu ausgefüllt werden. Und wenn man das so gesagt hat vor 5 Jahren, da haben viele Leute gesagt, naja, okay, verstanden. Es ist aber sehr theoretisch. Ich glaube immer noch, dass wir in einem freien Land leben. Und das tun wir ja. Aber wir haben in den letzten Monaten ja nun auch gemerkt, wie es sich anfühlt, wenn wir bestimmte Dinge zwar umfassend nicht mehr tun können oder tun dürfen. Und wir erleben gerade dadurch, dass glücklicherweise jetzt ja die Corona-Zahlen seit einigen Wochen, wenigen Monaten sich in die richtige Richtung entwickelt haben, sehr niedrig sind zurzeit, erleben wir ja alle gerade wieder, wie es sich wirklich ja buchstäblich anfühlt, sich wieder zu treffen, wieder unter Menschen zu sein, wieder auf eine politische Veranstaltung zu gehen. Fast überall ist das so ein Gefühl, das erste Mal seit es losging, für viele von uns. Also ich glaube, wir merken gerade wieder in unserer Gesellschaft auch, wie sich Freiheit anfühlt und dass sie eben nicht selbstverständlich ist. Und das ist eine Chance, glaube ich, die wir als Liberale auch ergreifen sollten, um deutlich zu machen, ja, Freiheit ist eben kein Geschenk, sondern etwas, was sich die Gesellschaft auch holen muss und was sie einfordern muss. Und jetzt ist die Frage, was liegt hinter uns? Corona, die Erfahrung, die wir alle miteinander gemacht haben, aber was liegt vor uns? Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, die sind ja kolossal. Wir haben das große Thema Klimaschutz. Ein Thema für diesen Landkreis von ganz entscheidender Bedeutung, weil wir natürlich hier industriell zum Glück stark aufgestellt sind. Das darf man übrigens nicht auf die leichte Schulter nehmen. Sie kennen alle die Legende des württembergischen Grafen Eberhard, der sich unter, das ist schon lange her, ich weiß, aber der sich unter der Schar der deutschen Fürsten eingereiht hat und alle haben erzählt, was sie für großartige Weinberge oder Weizenäcker oder Bierbrauereien haben und er hat am Ende gesagt, ich habe eigentlich nichts, außer dass ich mich mit meinem Kopf in den Schoß meiner Untertanen legen darf, ohne dass ich Angst haben muss, dass man mir ans Leder will. Also Württemberg war arm über Jahrhunderte hinweg. Der Aufschwung dieser Region, eine der reichsten heute in Europa, kam mit der Industrie. Und das muss man vielleicht nochmal im Hinterkopf behalten, wenn wir über die Zukunft reden. Wir haben also gewaltige Herausforderungen vor uns, vor allem beim Thema Klimaschutz. Und da geht es kaum noch um die Frage, dass, ob brauchen wir Klimaschutz? Ja, sicher brauchen wir ihn. Die ersten Auswirkungen des Klimawandels sind zu spüren, sind zu sehen und sie werden sich verstärken, wenn es uns nicht gelingt, auch in den nächsten Jahren schnell umzusteuern. Deswegen wird die Regierung, die im Herbst gewählt wird, auch den Auftrag haben, dort schnell ein überzeugendes Konzept zu erarbeiten. Aber die Frage ist weitgehend, abgesehen von der AfD, nicht ob wir Klimaschutz machen wollen, sondern wie wir ihn machen wollen. Und da stehen 2 verschiedene Konzepte zur Wahl. Das ist das eine Konzept, das vor allem von den Grünen verfolgt wird, die im Grunde sagen, wir brauchen eine Art CO2-Steuer, einen CO2-Preis, und den Rest regelt Ordnungsrecht, nennen wir das. Geniales Wort, weil Ordnungsrecht klingt ja erstmal gut. Wer ist gegen Ordnung, wer ist gegen Recht? Das ist, was bei den Deutschen beides positiv konnotiert wird. In Wahrheit ist es aber so, dass das natürlich am Ende Verbotspolitik ist. Ordnungsrecht ist nur ein neues Wort für Verbote, für Einschränkungen. Also die Grünen wollen kombinieren eine CO2-Steuer mit Ordnungsrecht, mit Verboten. Inlandsflüge, Ölheizung, Verbrennungsmotor. Übrigens an alle, die sich überlegen, auch die Union zu wählen. Auch Markus Söder und die CSU sind für ein Verbot des Verbrennungsmotors. Und dann gibt es die andere Variante und für die stehen wir bei dieser Bundestagswahl. Nämlich Klimaschutz durch Marktwirtschaft, durch Technologie, durch Innovation, durch Forschung. Und das wollen wir erreichen dadurch, dass wir einen CO2-Deckel setzen über das Emissionshandelssystem. Und der soll für alle Bereiche gelten, ob man ein Auto fährt, heizt oder Strom produziert oder eine Industrieanlage betreibt. Wichtig ist doch am Ende, dass nicht mehr CO2 ausgestoßen wird, als das, was wir nach dem Pariser Abkommen, nach dem Klimaschutzabkommen ausstoßen wird. Ein Deckel. Und wenn man einen Deckel hat und sagt, das Ziel wird erreicht, dann ist es Aufgabe des Marktes und damit von uns allen, unserem Einfallsreichtum, unserer Art zu leben, unseren Entscheidungen, die wir treffen, ist es Aufgabe von uns allen,
dafür zu sorgen, wie das erreicht werden soll, was produziert werden soll, was vielleicht nicht mehr gebraucht wird, dann können wir die Entscheidung über das Wie des Klimaschutzes zurück auf den einzelnen Menschen verlagern und eben weg von irgendwelchen staatlichen Steuerungsideen, die am Ende immer willkürlich sind und immer der Entwicklung auch hinterherlaufen. Denn es ist ja am Ende nicht so entscheidend, ob zum Beispiel ein Motor ein Verbrennungsmotor ist, sondern wie er betrieben wird. Also ob da vielleicht klimaneutral erzeugte E-Fuels sind oder eine Brennstoffzelle, was auch immer. Und die Frage, wie können wir möglichst schnell, möglichst günstig vor allem auch die Klimaziele erreichen, ohne allzu viel soziale Folgeschäden, die wird am besten dadurch entschieden, dass man den Markt und damit uns alle in unserer Rolle als Unternehmer oder Verbraucher oder beides machen lässt. Und diese zwei Alternativen sind eigentlich die Grundalternativen für das nächste Jahrzehnt für die Klimapolitik. Ich glaube, es ist unsere Mission und unser Auftrag, gerade weil jetzt in den nächsten Jahren hier die Entscheidungen fallen werden, dafür zu sorgen, dass wir ein freiheitliches Land bleiben, dass Klimaschutz durch Unternehmertum, durch Ideen, durch Innovationen verwirklicht. Und genau dafür stehen die Freien Demokraten am 26. September. Und dann haben wir natürlich die anderen Themen, die nach Corona dringend geworden sind. Wir haben die Frage, wie soll es mit den Unternehmen weitergehen? Viele Unternehmen, ich sehe übrigens gerade den Oliver Martin hier aus Ludwigsburg, Kandidat in Ludwigsburg, direkt wählbar. Lieber Herr Martin, schön, dass Sie hier bei uns in Böblingen mit dabei sind. Sie haben ja auch, wenn ich das noch sagen darf, auch einen Zipfel vom Kreis Böblingen, auch in Ihrem Wahlkreis Weißach nämlich, und eine gute liberale Stimmgemeinde, die ähnliche Themen hat wie die ich gerade anspreche, weil da natürlich auch ein großer Automobilhersteller sitzt. Also schön, dass Sie da sind, Herr Martin. Herr Martin ist auch einer der Mittelständler. Hätte ich unter FDP, aber auch unter Mittelstand begrüßen können. Schön, dass Sie gekommen sind. Ja, wir haben also die Frage, wie geht das weiter mit den Unternehmen? Deutschland ist Hochsteuerland oder Hochabgabenland, sowohl für Arbeitnehmer als auch für Unternehmen. Ein Arbeitnehmer mit einem Durchschnittseinkommen zahlt in Deutschland insgesamt Abgaben von knapp 52%, Sozialabgaben und Steuern. Das ist auf den ersten Blick viel. Wenn man mit Berufseinsteigern spricht, die so ihre erste Gehaltsabrechnung bekommen haben, ist das auch das Erste, was man mitnimmt. Ich wusste gar nicht, dass das so viele Abzüge sind, die man da kriegt. Da bleibt ja höchstens noch die Hälfte. Das ist was man sehr, sehr häufig hört. Und das ist aber nichts, was so sein muss, sondern das ist innerhalb der Industrieländer, der OECD, die absolute Ausnahme. Da ist Deutschland, abgesehen von Griechenland, Schlusslicht bei der Belastung eines Durchschnittseinkommens. Und das wollen wir ändern. Das ist auch wichtig natürlich, dass die Leute sich anstrengen, dass sie das Gefühl haben, hier geht es fair zu. Ich tue was und ich habe auch was davon. Aber wir haben nicht nur die höchste Belastung bei Durchschnittsverdienern, bei Arbeitnehmern mit mittleren Einkommen, sondern wir haben auch mit die höchsten Unternehmenssteuern in der ganzen Welt. Neben Belgien die höchsten innerhalb der EU. Knapp 30% des Unternehmensgewinns wird hier in Deutschland versteuert. In Frankreich sind das 25% zum Beispiel, Großbritannien auch etwas weniger. Und noch dazu ist es bei uns maximal kompliziert, denn wir haben zwei Unternehmenssteuern, die Gewerbesteuer und die Körperschaftssteuer, die beide nach verschiedenen Systemen berechnet werden. Viele, die sich überlegen, wo investiere ich jetzt? Internationale Investoren, die sich überlegen, mache ich das in Deutschland, gehe ich osteuropäisches Land oder vielleicht auch über Frankreich oder Niederlande, die schauen sich natürlich alles an, Fachkräfte, Infrastruktur, Digitalisierung, aber sie schauen sich auch an, wie hoch sind die Unternehmenssteuern. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir nicht nur die mittleren Einkommen entlasten, das ist Kernforderung und Kernziel der FDP, sondern auch wieder für die Unternehmen insgesamt ein einfaches, verständliches und auch wettbewerbsfähiges Steuersystem schaffen. Und genau das gibt es nur mit der FDP und mit keiner anderen Partei. Armin Laschet hat ja vorgestern auch nochmal in der ARD betont, dass er für Steuererleichterungen keine Möglichkeit sieht. Insofern wird es da auf uns ankommen. Und ich möchte noch einen dritten Punkt ansprechen, der wichtig ist. Unter dem Gesichtspunkt Richtungswahl, Freiheit. Sie haben vielleicht gelesen vor einigen Tagen, dass in der Bundesregierung ein System geprüft wird, mit dem das Verhalten von Bürgern digital erfasst werden soll. Da kann man Punkte sammeln, wenn man bestimmte Dinge gut macht.
sich ökologisch verhält oder ehrenamtlich engagiert oder andere Dinge macht, die zweifelsohne ja wünschenswert sind. Aber mich erinnert dieses System dann doch sehr an ein Modell, das in China zu Repressionszwecken eingesetzt wird, nämlich das Social Credit System, wo der Staat die Bürger flächendeckend überwacht und Bonuspunkte oder Maluspunkte vergibt. Und je nachdem, wie der Punktestand ist, habe ich Vor- oder Nachteile im gesellschaftlichen Leben. Wir dürfen bei allem, was die Digitalisierung an Chancen bietet, nicht zulassen, dass die Digitalisierung genutzt wird dafür, dass der Staat Alltagsverhalten von Bürgern digital systematisch mit Punkten erfasst und zensiert. Das ist ein Kernauftrag für uns am 26. September, diesen Irrweg gar nicht erst einzuschreiten. Ansonsten bleibt vom Individuum nichts übrig. Und genau dafür steht die FDP. Mit uns wird es das in der Bundesregierung ganz bestimmt nicht geben. Und wenn mich jetzt meine Augen nicht ganz täuschen, dann ist es so, dass unser Spitzenkandidat, unser Parteivorsitzender, unser Bundesvorsitzender auch gleich hier sein wird, seine Rede auch halten kann. Sie werden dann auch noch die Möglichkeit haben, die eine oder andere Frage zu stellen an ihn. Dazu lade ich Sie jetzt schon ein und freue mich dann sehr auf die Diskussion, sobald es soweit ist. Dann würde ich vorschlagen, warten wir noch einen kurzen Moment. Und dann begrüßen wir den Christian wieder zusammen. Ich bedanke mich schon mal für Ihre Aufmerksamkeit, hoffe auf Ihre Stimme, Ihre Unterstützung am 26. September und auch im Wahlkampf selber. Natürlich, ich werde mich anstrengen, dass der Kreis Böblingen wieder unter den Top-Wahlkreisen in Baden-Württemberg landet, so wie immer. Und jetzt begrüßen wir unseren Spitzenkandidaten, unseren Bundesvorsitzenden, Fraktionsvorsitzenden. Lieber Christian Lindner, ganz herzlich willkommen hier bei uns in Böblingen. Schön, dass du da bist. Christian, ich weiß nicht, ob du dich noch erinnerst, vor 4 Jahren klar erinnere ich mich. Den Wahlkampf gemacht. Da das war auch viel voller. Ja. Aber da hatten wir auch keine Pandemie. Genau, genau so ist es. Wir haben auch einige Zuschauer am Livestream hier dabei und ich habe die Themen, die aus meiner Sicht wichtig sind, hier gerade schon mal vorgetragen. Du siehst, ich bin auch schon warm geredet. Und voll in Action. Ich darf neben Christian Lindner noch begrüßen, den Hans-Dieter Scherer habe ich schon begrüßt, ist die Frau Trausche schon da, ist auch da, dann begrüße ich die Alena Trausche auch nochmal herzlich. Jetzt haben wir aber alle und wir werden nachher noch ein paar Fotos machen, das für die Medienvertreter hier und Sie können aber auch übrigens während der Veranstaltung natürlich Fotos machen. Wer das hier nicht will, möge die Maske noch ein bisschen über die Nase ziehen. Nein, Scherz beiseite, ich weise Sie darauf hin, natürlich, dass hier Fotos gemacht werden. Meistens eher von Herrn Lindner oder vielleicht auch von mir als von Ihnen, aber Sie könnten mit drauf sein, je nachdem, wie Sie sitzen. Also das wollte ich Ihnen vorher nochmal sagen. Und jetzt, lieber Christian, freuen wir uns sehr. The floor is yours. Ja, vielen Dank, Florian. Also Damen, meine Herren, in der Tat, ich erinnere mich an die Veranstaltung, die wir hier vor 4 Jahren hatten. Das war etwas andere Atmosphäre, das Wetter war besser, keine Pandemie, voller Saal. Vieles hat sich verändert. Eins werden wir so machen wie seinerzeit. Ich und Florian werden nicht die ganze Zeit sprechen, sondern wir nutzen die Gelegenheit gleich auch zum Gespräch. Also keine lange Rede. Ich denke, in so einem Kreis, an so einem Ort können wir gleich auch über die Dinge sprechen, die Ihnen wichtig sind. Und Sie müssen nicht nur das entgegennehmen, was uns wichtig ist. Im Grunde habe ich 3 Gedanken, die ich vortragen will. 4. Der erste ist, warum bin ich hier? Zum Wahlkampfauftakt von Florian Tonka. Bei den vielen Einladungen, die ein Spitzenkandidat, wie Sie sich vorstellen können, erhält, war es mir dennoch ein besonderes Bedürfnis, den Florian hier vor Ort in seiner Heimat zu unterstützen. Florian Tonka ist, das wissen Sie, einer meiner engen Vertrauten als parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion, wo er beim Aufbau der Fraktion nach der Zeit der außerparlamentarischen Opposition wichtige Managementaufgaben wahrgenommen hat. Der Florian Tonka ist darüber hinaus aber auch ein vorzüglicher Fachpolitiker. So ein vorzüglicher Fachpolitiker,
dass sich Olaf Scholz jeden Tag wünscht, der Florian wäre doch Rechtsanwalt geblieben und wäre nicht im Deutschen Bundestag in der Finanzpolitik, zumal im Wirecard-Untersuchungsausschuss tätig. Also ein Vertrauter, ein Fachpolitiker, aber vor allen Dingen ist der Florian ein ganz unabhängiger, geradliniger Charakter, der, wenn er sein Wort gibt, es hält und der, wenn er eine Entscheidung trifft, etwas nicht unterstützen oder wollen zu können, das auch klar sagt. In der Politik ist meistens andersrum. Die Leute sagen immer ja, ja und machen dann das Gegenteil. Und diesen Charakter schätze ich sehr. Und deshalb kann ich ihn vorbehaltlos nicht nur für die zweite Stimme hier empfehlen, sondern auch als Persönlichkeit kann ich Ihnen als Wahlkreisbewerber nur nachdrücklich empfehlen. Das ist bei ihm ja so, ich habe es gerade schon angedeutet, er hat eine hohe berufliche Qualifikation, die ist nicht Theorie, sondern die hat er praktisch schon mal erprobt. Du bist auch wirklich Jurist und hast einen sehr beachtlichen Lebenslauf, der auch objektiver Überprüfung standhält. Also der Florian Tonka ist nicht in die Politik gegangen, um etwas zu werden oder werden zu müssen, sondern der war schon etwas vor und außerhalb der Politik, nämlich ein erfolgreich tätiger Anwalt. Und deshalb, lieber Florian, ist es für ein Parlament eine Bereicherung, wenn es Persönlichkeiten wie dich gibt, die großartige Karrieremöglichkeiten auch außerhalb der Politik hätten, die sich aber in unserer Res Publica für das Gemeinwohl engagieren. Deshalb Dank und Respekt und volle Unterstützung für dich. Meine drei inhaltlichen. Erster Gedanke, schön, dass wir hier so zusammenkommen können, dass wir uns wieder persönlich austauschen können. Ein herzlicher Gruß an alle im Stream. Ich leide mit Ihnen und euch, denn die vergangenen 18 Monate und jeder, der mich kennt, weiß, ich bin der größte Verehrer des technologischen Fortschritts und der Digitalisierung. 18 Monate vor der Linse oder dem Display ist dann irgendwann auch genug. Ersetzt im Zweifel nicht das persönliche Gespräch, ersetzt nicht den Eindruck, den man sich von Mensch zu Mensch macht. Gut, dass solche Veranstaltungen wie diese wieder möglich sind. Die Krise zeigt aber auch den Charakter. Und die FDP hat in dieser Krise ihren Charakter auch gezeigt. Zu keinem Zeitpunkt haben wir die Gefährlichkeit von Corona in Frage gestellt oder auch nur verharmlost. Im Gegenteil, es ist eine gefährliche Erkrankung, die man nicht relativieren darf. Das haben wir zu keinem Zeitpunkt getan. Wir haben der Versuchung widerstanden, durch Fundamentalopposition vielleicht schnelle Popularitätserfolge zu erzielen. Wir haben uns bei unserer Politik, die wir im Deutschen Bundestag verfolgt haben, immer auf wissenschaftliche Evidenz verlassen. Wir haben unterschiedliche Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gehört. Manche haben sich auch immer die ausgesucht, die gerade die eigene Meinung politisch vertreten haben. Aber wir haben uns immer gestützt auf wissenschaftlicher Evidenz. Wir haben nie gesagt schlicht nein, sondern wir haben immer konkrete Gegenvorschläge gemacht. Beim Gesundheitsschutz oder weil ich hier beim Finanzpolitiker zu Gast bin, bei der Frage, dass wir statt der vielen schwer zu administrierenden Programme von Peter Altmaier uns auf ein Instrument bei den Finanzämtern steuerlicher Verlustrücktrag, übrigens immer noch aktuell, sollte man nach der Bundestagswahl als erste Maßnahme, um eine Pleitewelle zu verhindern, einführen, dass wir uns darauf verlassen werden, also immer konkrete Gegenvorschläge. Was uns aber vor allen Dingen von den anderen wählbaren Parteien unterscheidet, Sie merken, ich unterscheide zwischen wählbaren anderen Parteien und nicht wählbaren anderen Parteien. Es gibt Leute, da rate ich ab, sie zu wählen, und es gibt Leute, da kann ich nur sagen, sie schaden sich selber, wenn sie die überhaupt nur in Erwägung ziehen sollten. Was uns nun unterscheidet von den anderen Parteien des demokratischen Zentrums, also Schwarzen, Roten und Grünen, ist, dass wir eine größere Sensibilität für die bürgerlichen Freiheitsrechte und die Grundrechte gezeigt haben als andere.
Ja, Corona ist eine gefährliche Pandemie, aber aus der Bekämpfung der Pandemie erwachsen eben auch wieder Risiken. Soziale Risiken, weil Kinder und Jugendliche den Anschluss in der Schule verlieren oder ältere Menschen sich isoliert fühlen in der Pflegeeinrichtung. Gesellschaftliche Risiken, weil Menschen bei unlogischen Corona-Regeln oder Candy Crush spielende Ministerpräsidenten das Vertrauen in die staatliche Verantwortungsgemeinschaft verlieren können. Und natürlich wirtschaftliche Risiken, weil Menschen Angst haben mussten vor dem Verlust ihrer Existenz oder ihrer Altersvorsorgung einsetzen mussten als Solo-Selbstständige, um überhaupt über die Runden zu kommen. Also bei aller Gefährlichkeit der Pandemie, uns hat von den anderen unterschieden, dass wir auch die sozialen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Risiken der Pandemie gesehen haben. Und deshalb wissen wir, einen neuen Lockdown in unserem Land könnten wir nicht verantworten. Wir müssen jetzt diesen Sommer mit den niedrigen Zahlen nutzen, um die Logistik und die Infrastruktur und die Methoden aufzubauen, damit im Herbst bei steigenden Zahlen wir nicht wieder Frau Merkels Prinzip "Wir bleiben zu Hause" berücksichtigen müssen. Ich kann auf den Satz zusammenfassen, keine Sommerpause für Gesundheits- und Bildungspolitiker. Die werden jetzt wirklich gebraucht, um flächendeckende Testkonzepte, die werden wir immer noch brauchen, trotz Impffortschritt, flächendeckende Testkonzepte, Hygienekonzepte in den Schulen, Luftreiniger, CO2-Filter, Digitalisierung des Gesundheitswesens, mobile Impfteams auch in den Stadtteilen, wo man das Impfen nochmal genau erklären muss, um das auf den Weg zu bringen, damit unser neuerlicher Lockdown erspart bleibt. Zweiter Gedanke. In diesem Wahlkampf kreist viel um soziale und um ökologische Ziele, die wir auch teilen. Es gibt eine Reihe von sozialen Aufgaben, die in unserer Gesellschaft ungelöst sind. Ich denke an den Bereich der Pflege, Stabilität der Alterssicherung, jetzt nicht für die, nicht für uns, ja, sondern für die heute 20-Jährigen. Viele Dinge, die wir da tun müssen. Von der Bildung gar nicht zu reden, die viel besser werden muss. Soziales Aufstiegsgespräch. Wir haben auch viele Menschen in unserer Gesellschaft, die mit ihrer Lebenssituation im Beruf noch nicht zufrieden sein können, für die wir auch Aufstieg organisieren müssen. Also wir haben eine Reihe, viele sogar, von sozialen Aufgaben, denen wir uns stellen müssen. Wir haben auch viele ökologische Herausforderungen. Ich denke jetzt insbesondere an den Klimaschutz und die Dekarbonisierung. Das ist eine Menschheitsaufgabe, der wir uns stellen müssen. Das Verfassungsgericht, war heute schon in Karlsruhe, hat ja auch gemahnt, dass wir die Gerechtigkeit gegenüber den künftigen Generationen im Blick behalten müssen, auch hinsichtlich der Frage, welche irreversiblen Schäden durch CO2-Ausstoß wir heute verursachen. Also wir haben viele auch ökologische Herausforderungen, denen wir uns stellen müssen. Jetzt gibt es Studien, die sagen, dass alleine der Bereich Klimaschutz und Klimaneutralität in Deutschland in Billionengrößenordnung Investitionen erfordert. Billionen. Es gibt eine Zahl, ist schon älter, von 2,5 Billionen Euro bei Klimaneutralität 2050. Und jetzt reden wir schon über 2045. Die Zahl wird dadurch nicht geringer, sondern eher höher werden. Also wir reden über Billionen, also 2.500 Milliarden bis 3.000 Milliarden Euro, die das kostet, diese Gesellschaft. Worauf will ich hinaus? Wir haben soziale Ziele in unserer Gesellschaft, wir haben ökologische Zukunftsverantwortung. Aber wer stellt eigentlich die Frage nach der Realisierbarkeit und der Finanzierung von all dem? Man kann doch, wie unsere Mitbewerber das machen, nicht einen Wahlkampf führen mit immer nur sozialen Versprechen und ökologischen Appellen. Wir müssen auch die Frage der Realisierung und der Finanzierung stellen und das unterscheidet uns von den anderen. Ja, wir teilen viele soziale Ziele. Jawohl, wir spüren auch ökologische Verantwortung. Der erste Umweltminister Deutschlands war ja ein Liberaler mit Hans-Dietrich Genscher. Wie ich gerne sage, als Joschka Fischer noch mit Steinen auf Polizisten geworfen hat, hat Hans-Dietrich Genscher das Umweltbundesamt gegründet. Also wir teilen auch diese Überzeugungen, aber
Wir brauchen dafür ein solides wirtschaftliches Fundament. Wir müssen deshalb die Frage danach stellen, wie schaffen wir in Deutschland wieder Wachstum und Prosperität? Denn das ist die Voraussetzung dafür, dass die ökologischen und sozialen Ziele erreicht werden und nicht unrealisierbare Träumerei bleiben. Es kann nur das verteilt werden, was vorher im harten Wettbewerb erwirtschaftet worden ist, meine Damen und Herren. Und das darf nicht in Vergessenheit geraten. Ich bin überzeugt, dass die FDP da gute Beiträge leisten kann. Es gibt Spezialisten für das Verteilen des Wohlstands. Und das, in der Wendung her werden wir nicht erfolgreich sein, das können die besser. Aber ich nehme für uns in Anspruch, bei soliden Finanzen, wie Jobs geschaffen werden, wie Technologien auf den Weg gebracht werden, da können wir gute Beiträge leisten. Und warum? Weil wir ein etwas anderes Verständnis von wirtschaftlichem und gesellschaftlichem Fortschritt haben als unsere geschätzten Mitbewerberinnen und Mitbewerber. Im Grunde ist das auch die, ich sag mal, inhaltliche Weggabelung, vor der unser Land steht. Die einen, die plädieren für, ja, hier muss man sagen, das Verbot des Verbrennungsmotors, die plädieren für Subventionen, die wollen alles lenken und steuern, die wollen Klimaziele auf Jahreszahlbasis für jeden gesellschaftlichen Bereich vorgeben. Also die setzen kurz gesagt auf den Staat mit seinem Ordnungsrecht, mit seinen Finanzmitteln. Die setzen auf die Entscheidung der Politik, was soll Zukunft haben und was nicht. Und dann mit den damit verbundenen Machtmitteln des Verbots, der Subvention, des Gebots, der Besteuerung und so weiter. Und der andere Zugang ist der, den wir teilen. Wir glauben, dass wir einen Staat brauchen, der klare Regeln setzt und durchsetzt. Also nicht zu viel Schulden machen. Banken dürfen nicht vom Steuerzahler rausgehauen werden, wie vor 10 Jahren bei der Finanzkrise. Klares Limit für CO2. Es darf nicht mehr ausgestoßen werden, als unser Budget erlaubt, um das 1,5-Grad-Ziel Erderwärmung nicht zu überschreiten. Aber ansonsten vertrauen wir eher darauf, dass Menschen in Freiheit, im Ideenwettbewerb, so viel Erfindergeist und Kreativität mobilisieren, dass sie überlegene Lösungen, die vorher niemand für möglich gehalten hat, entdecken. Also BioNTech, ein privates Unternehmen, ja, klar, kam aus der öffentlichen Forschung heraus, wurde dann privat gegründet, privat finanziert. Eine Forscherin, ein Forscher, gleichberechtigt an der Spitze. Ist übrigens für Deutschland nicht unbedingt repräsentativ, dass Frauen und Männer gleich in Spitzenpositionen vertreten sind. Ist eher unwahrscheinlich, eher ein Ziel, dass das überall in Deutschland so sein kann. Dass das Geschlecht nicht entscheidet, welche Führungsrolle oder welchen Platz im Leben man einnehmen kann. Übrigens auch noch zwei mit Migrationsgeschichte. Ist noch unwahrscheinlicher, dass jemand mit Migrationsgeschichte so erfolgreich das Bildungssystem durchläuft, dass dahinter sogar noch höchste wissenschaftliche Abschlüsse stehen. Sie wissen, die Herkunft aus dem Elternhaus prägt sehr stark den beruflichen Erfolg. Und wenn die eigenen Eltern nicht Akademiker waren, ist es sehr schwierig, selber überhaupt einer zu werden. Also unwahrscheinlich überhaupt, aber worauf ich hinaus sage, Unternehmen, private Initiative, privater Erfindergeist, Forschergeist, die forschen an einer Technologie, Gentechnik, die in Deutschland verpönt war und zurückgewiesen werden sollte und schaffen eine segensreiche Innovation für die Menschheit, den ersten Impfstoff. Und das ist für uns die Methode, mit der wir uns auch anderer Zukunftsherausforderungen stellen sollten, wie zum Beispiel Klimaschutz. Nicht kleinteilig subventionieren und verbieten, sondern das Ganze zum Teil einer Wachstumsagenda machen. Zu beschreiben, dass wir nichts zu verlieren haben durch saubere Technologien, sondern dass wir viel zu gewinnen haben. Nicht kleinteilig den Verbrennungsmotor für automobiles Kulturgut verbieten, sondern im Gegenteil darüber nachdenken, wie der Kraftstoff, der in den Tank kommt, klimaneutral werden kann. Dann muss man nämlich nicht das Auto auswechseln, sondern nur den Kraftstoff. Sie wissen, es ist ohne weiteres möglich, mit erneuerbarer Energie aus CO2 einen Flüssigtreibstoff zu machen, der, wenn er im regulären Motor verbrannt wird, klimaneutral ist. Der einzige Engpass ist, wir haben gegenwärtig zu wenig grünen Strom in Europa, damit das wirtschaftlich funktioniert bei den geringeren Wirkungsgraden,
die dann erreicht werden können. Aber das ist alles technisch lösbar. Was wir nur brauchen, ist den Willen und die Bereitschaft, das anzugehen, groß zu denken, uns zu öffnen für neuen Gründergeist und für Erfindergeist. Und das ist unser Anspruch. Wir wollen bei diesen großen Herausforderungen wie dem Klimaschutz, wir wollen nicht den Anspruch haben, der Moralweltmeister der Welt zu sein. Deutschland muss den Anspruch haben, Technologieweltmeister zu sein, weil dann, nur dann, können wir auch ein Vorbild für andere auf der Welt sein. Jetzt ahnen Sie, was daraus folgt. Wenn man sagt, man vertraut auf die Eigeninitiative der Menschen, dann bedeutet das auch, dass wir vom Bürokratismus uns lösen müssen, uns entfesseln müssen, so wie wir das in unserer Regierungsbeteiligung in Nordrhein-Westfalen nennen. Und das hat ja inzwischen auch Karriere gemacht, dieser Begriff in der Bundespolitik. Das bedeutet, dass wir bei der Steuerlast nicht immer draufsatteln dürfen. Wir sind ja bereits ein Höchststeuerland. Und immer mehr und höhere Abgaben und Steuern an den Staat zu zahlen, bedeutet, es bleibt weniger übrig für private Investitionen, private Vorsorge, für auch die Möglichkeit, wirtschaftlich voranzukommen. Wenn Menschen aus der Mittelschicht mit einem normalen Einkommen, wie ich heute gelesen habe am Steuerzahler-Gedenktag, der heute ist am 13.07., wenn Leute mit normalen, geringerem Einkommen sogar über 50% von dem, was sie sich erarbeiten, an den Staat abgeben müssen, dann darf man sich nicht wundern, dass für viele der Traum etwa von den eigenen vier Wänden nahezu überhaupt gar nicht realisierbar ist. Für meine Großeltern war das noch möglich. Die hatten Volksschule, Vertriebene, Schlesien, Volksschule, dann schwierige Ausbildungssituation, aus der DDR dann ganz in den Westen, ich bin eigentlich ein Ossi, dann aber über viel Fleiß, auch ohne akademische Wahlen, geschafft, am Ende des Berufslebens abbezahltes Eigenheim. Das sollte die Polizeibeamtin heute mal probieren, obwohl die einen FH-Abschluss öffentliche Verwaltung hat. Die soll mal probieren, ich rede noch nicht mal hier von Regionen wie rund um Stuttgart, wo alles besonders teuer ist. Da sollten mal versuchen, mit ihrem Mann, auch wenn der eine gute Ausbildung hat, zum Beispiel Journalist ist, dass die am Ende des Berufslebens abbezahltes Eigenheim haben. Fast nicht möglich. Und zwar nicht nur wegen Baukostensteigerung, Energieeffizienz und so weiter, sondern auch wegen der enormen Steuer- und Abgabenlast. Es ist also kein guter Rat, das noch weiter zu erhöhen. Sondern das Mindeste ist, was wir brauchen, ist mal ein Verzicht auf zusätzliche Steuerbelastung. Und ich kann Ihnen für uns sagen, unser Ziel ist, wir wollen uns auch Entlastung erarbeiten. Ich weiß, wie schwierig das ist, deshalb sprechen wir von der politischen Garantie, mit der FDP keine höheren Steuern. Bei der Frage der Entlastung sagen wir, wir arbeiten dran, aber das werden wir nur Schritt für Schritt machen. Immerhin aber unterscheiden wir uns da von der CDU. Armin Laschet hat am Sonntagabend ja das Ziel der Entlastung schon aus dem Wahlprogramm de facto rausgestrichen. Ich habe ihm eine SMS schreiben wollen, vielen Dank, weil gewollt oder ungewollt hat er natürlich den Wählerinnen und Wählern einen Hinweis auf die FDP gegeben. Also es steht zwar im CDU-Wahlprogramm drin, der Kanzlerkandidat will es aber nicht mehr, bedeutet, die FDP muss zukünftig das halten, was die CDU verspricht. Und komme ich später nochmal drauf zurück. Also keine höhere Steuer- und Abgabenbelastung, nicht als Selbstzweck, sondern für Investitionen, für private Vorsorge, damit Menschen auch mit einem mittleren Einkommen trotz guter Ausbildung vorankommen. Digitalisierung in unserem Land stärken. Die Corona-Pandemie muss das letzte Kapitel in der Biografie des Faxgerätes gewesen sein. Schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Lassen Sie sich bitte nicht immer einreden, wir bräuchten nur öffentliche Investitionen in die Infrastruktur. Das Geld fließt in der Regel aus den öffentlichen Haushalten gar nicht ab, weil die Planungs- und Genehmigungsverfahren nicht fertig werden. Jetzt haben RWE und BASF, das eben in Mannheim schon mal erzählt, weil da Ludwigshafen daneben ist, RWE und BASF haben angekündigt, sie würden gerne vor der Nordseeküste einen Windpark bauen, Offshore-Windenergie, da ist der Wind, nicht im Hochschwarzwald, einen Offshore-Windpark auf Flößen, also ökologisch, der Meeresboden muss gar nicht zu betoniert werden, auf Flößen und direkt wird aus dem Wind Wasserstoff gemacht, der dann über auch vorhandene Infrastrukturen gebracht werden soll nach Ludwigshafen, in den größten Energieverbraucher unseres Landes, nämlich den Chemiepark in Ludwigshafen, klimaneutral zu machen. Und wissen Sie, was die nicht gefordert haben? Subventionen. Die haben nur gefordert,
schnellere Planungs- und Genehmigungsverfahren. Bitte, bitte, lasst uns machen. Und verstehen Sie, wenn der Wunsch nur noch ist, lasst uns machen. Wir brauchen kein Geld, keine guten Ratschläge. Wir brauchen nur das Recht, etwas machen zu dürfen, was notwendig ist. Dann ist das die günstigste Form der Wirtschaftsförderung, meine Damen und Herren. Nämlich einfach der Verzicht darauf, Knüppel zwischen die Beine derer zu werfen, die in unserem Land etwas voranbringen wollen. Dritter, letzter Gedanke, und dann kommen wir in unser Gespräch. Die geschätzten Medien und Journalistinnen und Journalisten spekulieren sehr gerne und viel über Koalitionen. Lesen Sie jeden Tag. Und dann gibt es eine Umfrage in der Bild-Zeitung. Jetzt Deutschland-Koalition, jetzt kommt die Deutschland-Koalition, schwarz, rot, gelb. Das ist verstehbarerweise, weil es um Machtpolitik und um Personen geht, das Spannendste in einem Wahlkampf. Welche Konstellation kommt? Wer wird der nächste Kanzler? Und natürlich haben Olaf Scholz und Annalena Baerbock ja auch ein Interesse daran, dass sie gehandelt werden als potenziell die nächste Kanzlerin oder der nächste Kanzler. Die wollen ja im Rennen bleiben. Deshalb tritt Olaf Scholz öffentlich ja immer auf und sagt, ja, ich werde ja der nächste Kanzler. Man muss sagen, die Bildsprache jetzt bei seinem Venedig-Auftritt war auch schon besser als die von Martin Schulz. Also so viel haben die sich verbessert, fraglos. Und dennoch wird es vermutlich Olaf Scholz nicht enttäuschen, Annalena Baerbock auch nicht, wenn ich jetzt sage, das Rennen um das Kanzleramt ist längst gelaufen. Wenn man Umfragen, wenn man Trends sieht, wenn man ein bisschen ein Gespür für den öffentlichen Auftritt hat. Das Rennen um das Kanzleramt ist gelaufen, der Regierungsbildungsauftrag wird an die CDU-CSU gehen. Das ist nicht mein Wunsch, ja, sondern ich beschreibe das jetzt nur. CDU-CSU werden den Regierungsbildungsauftrag bekommen. Armin Laschet wird mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit der nächste Bundeskanzler sein. Die Frage also, oh, schwarz oder grün, die ist entschieden. Es wird schwarz sein im Kanzleramt. Was aber jetzt die verbleibende, spannende und entscheidende Frage ist, wird Deutschland dann mit schwarz und grün regiert werden? Oder werden die Freien Demokraten gebraucht für eine Regierungsbildung aus der Mitte? Und das, verehrte Anwesende, meine Damen und Herren, genau das ist unser Ziel. Wir wollen Schwarze und Grüne nicht alleine lassen, sondern wir wollen einer Bundesregierung unseren Beitrag dazu leisten, dass solide Finanzen, dass wirtschaftliche Vernunft, dass beste Bildung, dass Weltoffenheit und Technologieoffenheit immer noch eine Rolle in der nächsten Bundesregierung spielen. Das ist unser Bild. Das ist unser politisches Ziel. Und ich sage abschließend, manche von Ihnen haben dann gefragt, und gerade eben in Karlsruhe wurde ich das wieder gefragt, ja, Lindner, FDP, werden Sie denn diesmal regieren? Werden Sie denn diesmal regieren? Hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass man irgendwann einem FDP-Vorsitzenden mal mangelnden Karriere-Ehrgeiz nachsagt. Das war in früheren Dekaden just andersrum. Aber man muss sein Schicksal annehmen. Und ich habe dort gesagt, ja, wir wollen gerne Regierungsverantwortung übernehmen. So wie in Nordrhein-Westfalen, in Rheinland-Pfalz, Schleswig-Holstein und voraussichtlich jetzt bald auch in Sachsen-Anhalt. Wir haben das Handwerk nicht verlernt. Wir sind auch fähig zum Kompromiss. Aber wir haben auch einen eigenen inhaltlichen Anspruch. Was würde denn Wahlkampf für einen Sinn machen, wenn nach der Wahl das, was man vor der Wahl gesagt hat, überhaupt keine Rolle mehr spielt, weil irgendeine Regierung gebildet wird? Hier in Baden-Württemberg muss man sagen, wir haben auch hier ja gezeigt, dass wir bereit sind, Verantwortung zu übernehmen. Auch in der schwierigen Konstellation einer grün geführten Landesregierung mit Kretschmann, wo wir lange ja auch in der Oppositionsrolle waren, hat die FDP sehr offene Gespräche geführt, sondiert über die Beteiligung an einer Regierung Kretschmann. Am Ende kam es nicht zustande, denn eins
galt und würde auch für den Bund gelten. Wir sind bereit zum Kompromiss, aber wir haben auch Selbstachtung und Achtung vor den Wählerinnen und Wählern, denen wir Zusagen machen. So billig, wie Winfried Kretschmann eben hier die CDU bekommen hat, kann man die FDP eben nicht bekommen. Und das geht zum Stück weit. Letzten Mal mussten wir verhandeln mit Angela Merkel und Peter Altmaier. Die waren mit den Grünen schon handelseinig. Und diesmal verhandeln wir mit Armin Laschet, mit dem wir schon eine Regierung haben, und mit Friedrich Merz. Das ist ein ganz anderer Sport. Deshalb habe ich, wenn es dazu kommt, durchaus einen Optimismus, dass man Gutes miteinander verabreden kann. Damit das gelingt und damit wir in die Rolle kommen, steht uns jetzt ein harter Wahlkampf bevor. Da sind wir gerade ganz am Anfang. Ja, die Umfragen für die FDP sind jetzt sehr positiv. Ja, wir haben auch guten Mitgliederzuwachs. Alles okay, alles prima. Aber es ist eine ganz harte Machtauseinandersetzung. Da geht es um eine neue Ära der deutschen Politik. Es geht um einen neuen Weg in die 20er Jahre. Deshalb sollte man sich über die 12,5%, die jetzt die Bild-Zeitung für uns gemessen hat, davon sollte man sich nicht blenden lassen. Ja, nach der Umfrage der Bild-Zeitung geht auch nur Jamaika oder Deutschland-Koalition, kein Schwarz-Grün und auch keine dieser Ampelspekulationen. Aber dennoch, das sind Momentaufnahmen nur. Da ist noch unglaublich viel Bewegung. Und deshalb, wenn Sie unsere Werte teilen, die Liebe zur Freiheit, wenn Sie unsere Themen für richtig halten, dann ist meine herzliche Bitte, machen Sie doch diese Werte und diese Themen auch zu Ihren eigenen Themen. Und helfen Sie mit, dass unsere Wahlkämpferinnen und Wahlkämpfer vor Ort, wie der Florian Tonka und die vielen ehrenamtlichen Unterstützerinnen und Unterstützer, nicht nur alleine diese Arbeit machen, sondern dass sie in ihrem persönlichen Umfeld, im bekannten Freundeskreis, bei Kolleginnen und Kollegen sagen, ja, also diesmal oder wieder FDP, weil die können einen guten Beitrag leisten. Es ist so, wir sind gerade angewiesen, dass Menschen zu uns kommen, die aus eigenem Urteilsvermögen sagen, jawohl, ich entscheide mich für die FDP. Das lieben wir ja auch so daran, dass wir Liberale sind. Wir haben nicht so festgefügte Anhänger. Viele Parteien nicht mehr so, ist nicht mehr so klar, die Wählerbindung, aber da gibt es schon noch mehr als bei uns. Wir sind eine Partei, wir müssen immer wieder neu werben, und wir müssen immer wieder neu auch Persönlichkeiten wie Sie motivieren, das mit uns zu tun. Das ist aber ein selbstgewähltes Schicksal, weil wir wenden uns ja auch an die Selberdenker. Und wenn Sie ein solcher Selberdenker sind oder eine Selberdenkerin oder ein Selberdenker, dann ist meine herzliche Bitte, machen Sie unseren Wahlkampf auch zu Ihrem Wahlkampf. Es ist noch eine lange Zeit bis zum Wahltag, aber ich bin mir sicher, wenn Sie mithelfen, dann haben wir eine echte Chance, dass nach der Wahl Deutschland moderner, digitaler und freier ist, nämlich mit einer freien demokratischen Partei in Verantwortung im Bund. Herzlichen Dank. Das war das kurze Briefing und jetzt kämen wir dann zu den Fragen, die Sie beschäftigen. Und wir haben Zeit jetzt. Dreiviertel Stunden? Du bist der. Achso, ich bin. Du bist der limitierende Faktor. Ja. Und dann braucht man nach Stuttgart. Mit dem Auto? Mit dem Hubschrauber. Wohin genau? Halbe Stunde. Hier bin ich jetzt zu spät gekommen. Wenn ich die Verspätung zwischen denen und Ihnen halbiere, dann ja. Ich kann ja nicht alles jetzt bei Ihnen aufholen, um da pünktlich zu sein, also kriegen die auch die Hälfte der Verspätung. Der Cem Özdemir hier ist mal vom Stuttgarter Flughafen mit dem Hubschrauber zu einer Stuttgart 21 Demonstration am Hauptbahnhof geflogen. Das machen wir aber nicht. Ich dachte, das ist Fridays for Future. Aber sagen darf es trotzdem. Okay. So, wer möchte eine Frage stellen? Oder ein anderes Thema? Oder eine Anregung geben? Ja, bitte. Ja. Fangen wir bei Ihnen an. Gut, ich habe die dumme machttaktische Frage. Eine machttaktische Frage? Ja, die übliche im Moment. Ja. War es ein Fehler, auf eine Kanzlerkandidatur zu verzichten, weil man da natürlich in der Polarisierung der Schlussphase des Wahlkampfs einen entscheidenden Nachteil haben wird? Denn im Moment, wo die Polarisierung noch nicht da ist die FDP stark. Mhm. Aber was bleibt davon übrig, wenn dann eben die alle sich in ihre Wagenbogen, hinter ihre Personen zurückziehen? Gib doch noch kurz das Mikro. Wie würden Sie haben mir eine Frage gestellt, was ist Ihr Gefühl?
Mein Gefühl ist, dass es eine Schätzung gewesen wäre, wenn wir das gemacht hätten. Überschätzung. Ja, natürlich. Das wäre mein persönlicher Eindruck. Insofern unterstütze ich, dass wir das nicht getan haben. Ich glaube, die damalige Strategie mit den 16, das war eine ähnliche Geschichte. Man sollte da nicht träumen. Nichtsdestotrotz würde mich Ihre Meinung das interessieren. Ja, aber wir sind ganz, ganz nah beieinander. Ich glaube, dass die FDP über die vergangenen 10 Jahre oder 15 Jahre eine ganz andere Partei geworden ist. Und wir sind nun wirklich sehr kantig in vielen inhaltlichen Positionen, also Stichwort Pandemie. Wir klagen in Karlsruhe gegen die Bundesnotbremse mit den Ausgangssperren und so weiter. Also wir sind schon kantig. Jetzt die Einzigen, die sagen, na, Steuerentlastung wäre eigentlich eine gute Idee für die Menschen. Aber diese Kantigkeit in der Sache verbinden wir, ich glaube, kann man so sagen, Florian, mit dem besonderen Anspruch an Seriosität, wissenschaftliche Begründung und Realismus. Und wie Sie selber gerade gesagt haben, es wäre nicht realistisch, dass ich Kanzler werde. Ich habe jetzt nicht gesagt, dass es nicht vielleicht fürs Land wünschenswert gewesen wäre, im Kandidatenfeld, aber es wäre eben nicht realistisch gewesen. Und es kommt ein zweiter Grund hinzu, weshalb ich Ihre Nebenbeibemerkung etwas optimistischer sehe, als Sie es gerade so angedeutet haben. Die Kanzlerkandidatur ist ja eine Erfindung der 60er Jahre. Wenn ich es richtig vor Augen habe, eine Erinnerung der SPD, um auf Augenhöhe mit noch Konrad Adenauer zu kommen. Und damals war es ein Drei-Parteien-System mit zwei Volksparteien in den hohen 30er, 40er%. Und dann gab es da noch die FDP, wie sagt man im Südwestdeutschen, als Werkscheißhalle, glaube ich. Ne? Schon lange nicht mehr. Sagt man schon lange nicht mehr? Weil wir haben doch ganz schön Gewicht auf die Basis. Ja, inzwischen. Ja, ja, klar. Ich bin jetzt ja in den 60er Jahren. Und 5,8% 1969 und das gab dann da den Ausschlag. Aber die Person des Kanzlers war eben enorm prägend für auch die Richtung des Wahlkampfs, die Richtung der Politik. Das wird jetzt nicht so sein. Das wird nicht so sein. Weil mein Freund Armin Laschet, ich benutze den Begriff selten in dem Fall, aber wirklich, weil ich bin gut mit ihm befreundet, der ist ein völlig anderer, wenn er schwarz-gelb regiert, schwarz-grün regieren würde oder in Jamaika regieren würde. Wäre jeweils ein völlig anderer Armin Laschet, was will ich zum Ausdruck bringen? Die Kanzlerkandidatur oder die Person der Kanzlerin des Kanzlers ist heute gar nicht mehr so sehr entscheidend, sondern die Konstellation, in der regiert wird. Und mein Optimismus ist, weil ich unerschütterlich an den Qualitätsjournalismus glaube, dass diese Besonderheit des veränderten Parteiensystems auch Niederschlag finden wird in der Berichterstattung. Nicht bei den Kanzlertriellen, ja, da werden die drei dann immer sein, klar, aber doch zumindest in der weiteren Berichterstattung wird die Frage eine Rolle spielen, in welcher Konstellation passiert was. Und dann am Ende kommt dann die entscheidende Frage, wer soll Finanzminister in Deutschland werden? Herr Habeck oder jemand, der wirklich Freude hat? Wenn die Bürger vor allem auch Freude haben, dann. Sie hatten sich noch gemeldet. Ja, also mich greift das Thema Altersvorsorge um und keiner der etablierten Parteien hat es bis jetzt geschafft, in der Vergangenheit dieses Thema wirklich auf den Plan zu bringen, eine endgültige Lösung zu finden. Sie bringen ja jetzt diese Aktienrente ins Spiel, halte ich persönlich für den einzig gangbaren Weg oder sehr vernünftig. Das wird da sowas von niedergewälzt, wieder wenn ich die Berichterstattung lese. Es muss doch möglich sein, dass eine Regierung die Verantwortung von 100 Milliarden Zuschuss jedes Jahr schweigend hier mal endlich löst. Das ist also unglaublich. Ja, ich bin auch da Optimist. Als wir das Modell der gesetzlichen Aktienrente, ich erkläre es gerade kurz, als wir das vorgestellt haben, da haben wir Lob und Unterstützung bekommen vom Bundesverband der Verbraucherzentralen. Sonst nicht als eine Vorfeldorganisation der FDP bekannt. Der Geschäftsführer Klaus Müller ist ehemaliger grüner Umweltminister aus Schleswig-Holstein, also auch kein Parteigänger von uns. Und der hat öffentlich erklärt, und nicht verschämt, sondern öffentlich erklärt mit Tweets und Pressemitteilung, das sei doch mal eine gute Idee, die die FDP da haben. Ist mir nicht erinnerlich, dass der BDI sich so freundlich über die FDP äußern würde, wie das dann die Verbraucherzentrale gemacht hat. Warum sage ich das? Es
entwickelt sich da eben auch ein Gefühl dafür, dass Kapitalmarkt nicht immer böse und gesetzliche Rente automatisch immer gut ist im Umlagesystem. Weil nämlich, wir leben alle so international und sind informiert, wir schauen mit einem Auge nicht nur auf unsere deutsche Rente, sondern auch nach Schweden und stellen fest, ach, Schweden ist ja hochinteressant, was die da machen. Und ich glaube, dass das Meinungsklima etwas verändert. Ich meine, das auch wahrzunehmen, außer bei der Linkspartei, auch außerhalb der SPD momentan, aber zumindest bei der Union, bei den Grünen ist da auch sowas in Gang gekommen. Also die grüne Regierungsbeteiligung in Hessen, die hatten mal so eine wie hieß das nochmal? Weißt du, Deutschland, oder wie hieß das? Das war auch so ein Aktienmodell, ne? 3-4 Jahre her. Die hatten so ein Aktienmodell. Das war nicht gut, aus Gründen, die ich jetzt länger ausführen könnte, dann wird es aber zu langweilig für Sie. Aber das ging so in die Richtung. CDU geht auch so in die Richtung. Und deshalb ist mein Gefühl, na, da könnte vielleicht eine Bereitschaft sein, weil der Druck so groß ist. Nicht, weil das alles plötzlich Wirtschaftsfans sind, sondern, wie Sie sagen, 100 Milliarden. Der Druck ist so groß, es muss was passieren. Wir haben noch die ganzen starken Schultern da, aber das ändert sich. Ende der 20er Jahre können wir unsere Altersversorgung nicht mehr umbauen. Dann ist quasi der Tanker vor den Eisberg gefahren. Aber bis dahin, ja, das ist unsere starken Schultern, von 40 bis 60, diese Generation, die muss doppelt leisten. Die muss leisten an die vorherigen Generationen, heutigen Rentner, und müssen Eigenvorsorge machen. Nur unsere Generation, der unter 55-Jährigen bis Berufsanfänger, das sind noch vergleichsweise viele. Wenn wir bis Ende der 20er Jahre warten, Pillenknick, Babyboomer und so weiter, dann ist plötzlich die Generation zu schmal und dann sind die Lasten zu hoch. Dann kommen wir in die Rentenkürzungs-, Lebensarbeitszeit und so weiter Debatte, die dann sehr, sehr, sehr verletzend für unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt wäre. So, Aktienrente erkläre ich kurz. Sie haben die gesetzliche Rente, Rentenversicherungsbeitrag Arbeitgeber, Arbeitnehmer, und davon nehmen wir 2 Prozentpunkte raus und die werden unter staatlich-öffentlicher Verantwortung in die weltweiten Kapitalmärkte investiert und es baut sich also ein Kapitalstock auf. Im Unterschied zur heutigen Rente, da wissen Sie, es wird immer das ausgegeben, was gerade eingezahlt wird. Und auch das funktioniert nicht mehr, es müssen schon jetzt Höchstzahlen aus dem Bundeshaushalt, 3-stellige Milliarden-Euro-Beträge da reingegeben werden. Das ist auch der größte Posten im Bundeshaushalt, nicht Bundeswehr, sondern Rentenzuschuss, damit das funktioniert. Das kommt an ein Ende und durch so einen Kapitalstock mit entsprechend höherem Zins könnten wir für die Jüngeren, betrifft nicht die heutigen Rentnerinnen und Rentner, sondern für die Jüngeren, könnten wir da ein zusätzliches Standbein schaffen und das System insgesamt stabilisieren. Man muss ja auch dazu sagen, es wird ja die Diskussion geführt über ungleich verteiltes Vermögen in Deutschland. Und die Leute, die das am lautesten beklagen, und zum Teil, wenn man die Zahlen anschaut, ist ja auch was dran, aber die es am lautesten beklagen, sind die, die am meisten dazu beigetragen haben, dass das so ist, weil die Mitte einerseits die Abgaben zahlen muss und andererseits in ein Umlageverfahren gesetzlich gezwungen wird und eben damit nicht an den Ertragssteigerungen, an den Wertpapiermärkten teilhaben können. Also ich glaube, es ist auch ein Konzept, das soziale Ausgewogenheit und eine gerechtere Vermögensverteilung in der Gesellschaft sicherstellen kann. Hier vorne der Kollege vom Spiegel hat in seinen Notizen irgendwo ein ganz dickes Ausrufezeichen gemacht. Da würde ich gerne mal wissen, was da daneben steht. Was ich da gesagt habe. Ich gehe mal ein bisschen nach hinten im Saal, da haben wir noch weitere Fragen. Also Herr Lindner, vielen Dank, dass Sie heute hier sind. Ich bin Liberaler durch und durch. Und deswegen möchte ich auch mal einfach Danke sagen für Ihr Engagement, dass Sie da durch die Landen reisen und so ein Pensum abspielen. Ich habe gehört, wie viele Termine Sie haben. Und ich möchte Ihnen einfach noch einen Impuls geben. Klingt vielleicht plump, aber ich sage jetzt mal, wir hier im Raum sind ja mit überwiegender Wahrscheinlichkeit Liberale. Und was Sie sagen, das hören wir gerne. Aber wen wir vielleicht mal noch mehr ansprechen müssen, sind vielleicht gerade die Frauen und vor allem auch die Nichtwähler. Und ich möchte Ihnen da einfach eine Erfahrung von meinem Straßenwahlkampf 2017 berichten. Da habe ich mit einem jungen Pärchen mich unterhalten. Und am Ende von dem Gespräch hat die junge Frau zu mir gesagt, ja, ihr von der FDP, was macht ihr eigentlich Soziales? Und dann habe ich sie gefragt, ja, was fehlt dir denn Soziales? Ja, ich weiß nicht, ihr seid irgendwie so unsozial. Und das einfach nur mal so als Impuls, dass wir da vielleicht
bisschen inklusiver noch auftreten, weil unsere Kernthemen, die kennen die Leute, glaube ich. Und das werden die Nichtwähler und die Frauen vielleicht noch mehr ins Boot holen. Ja, ich bin ganz, ganz bei Ihnen. Und weil Sie sagen 2017, das ist, anders als Sie jetzt meinen, für mich ein Vorbild, weil in Nordrhein-Westfalen war der Landtagswahl. Es war eine der ganz wenigen Wahlen, da war ich ja, vor der Bundestagswahl Spitzenkandidat, das war eine der ganz wenigen Wahlen, wo wir bei den Stimmen gleich viele von Frauen wie von Männern. Und unser Ziel für diese Bundestagswahl müsste sein, wie bei der NRW-Wahl 2017, für beide Geschlechter attraktiv zu sein. Da würden wir uns übrigens von den Grünen unterscheiden, weil bei uns gibt es einen gewissen Überhang bei den Männern. Und Grün ist umgekehrt. Die haben ein würde ich sagen, Männerproblem. Die haben einen Überhang von Frauen. Und ich finde beides jetzt nicht schlimm. Aber ich finde, eine besondere Auszeichnung ist, wenn eine Partei von Jung und Alt, in Ost und West, von Frauen wie Männern in gleicher Weise gewählt wird. Und ich glaube, dass wir das auch dadurch leisten können, dass wir zum Beispiel als, wenn ich es richtig sehe, einzige Partei nach meinem jetzigen Kenntnisstand, das Thema Schule und Bildung, sozialer Aufstieg, dass wir die Themen bei uns in der Kampagne und auch in unserer ganzen Kommunikation so stark gewichten. Zumindest war das nach meinem Gefühl 2017 in Nordrhein-Westfalen genau das Thema, das Frauen angesprochen hat. Und Sie haben es so nicht gemeint, ich nehme das nur zum Anlass, weil Sie sagten, ja, so sozial und so weiter. Wir sollten, oder ich für mich will nicht von Mann oder von uns sprechen. Ich für mich ist mein Gefühl, wir sollten nicht den Eindruck erwecken, es gäbe spezielle Frauenthemen oder bestimmte Themen seien für Frauen nicht so wichtig. Was meine ich damit? So gelegentlich wird dann gesagt, ja, ihr müsst mal dieses und jenes Thema, ihr müsst euch mal beschäftigen mit nicht kommerzielle Leihmutterschaft, Pflegebedürftigkeit im Alter und dann bekommt ihr mehr Frauen. Als wenn Frauen nicht auch sagen, ich will einen guten Arbeitsplatz haben, Technologie ist mir wichtig, Leistungsfreude in der Schule. Haben Sie nicht gemeint, nicht missverstehen, sondern nur wenn man Frauen ansprechen will, heißt das nicht, dass es so quasi so weiche Themen gibt, die sind für Frauen interessant. Ich glaube eher, dass bei der Ansprache von Frauen, sorry, ich mache mal einen halben Wahlkampf-Workshop, Frauen sind sachlicher. Frauen sind sachlicher. Die wollen keine rhetorischen Girlanden. Ich glaube weiter, Frauen fragen bei einer politischen Rede viel präziser als Männer. Männer sind auch schnell vom Unterhaltungswert beeindruckt, wenn Markus Söder auftritt. Frauen fragen häufiger, was hat der jetzt eigentlich genau oder sie genau gesagt und was bedeutet das für mein Leben? Und wenn man Frauen ansprechen, glaube ich, weniger Polemik, mehr Problemlösung. Ja? Mehr Sachlichkeit, weniger Showbiz. Und dann gibt es halt auch bestimmte Themenwünsche, aber ich glaube, dass das jetzt mal eine Stilfrage ist. Was sagen dazu eigentlich die anwesenden Damen? Ja, die Frau Bahr ist sowieso die Nächste, die eine Frage stellt. Vielleicht kann sie auch vorher eine Meinung sagen. War auch schon lange, ja genau. Sagen Sie gerne, was das Frau Bahr. Und Ihre Frage bleibt deswegen natürlich trotzdem aktuell, bitte. Ich als komplett Extrovertierte finde es jetzt schon sehr interessant, aber im Grunde genommen gebe ich Ihnen da recht, wir sind halt schon sehr lösungsorientiert. Und das geht auch gleich in meine Frage rein und in mein Statement zur Immobilienwirtschaft. Wir kommen aus der Immobilienwirtschaft, sind auch Bauträger. Und Sie haben es ja. Ja, genau. Wir gehen aber auch nicht nach Berlin momentan. Wir brauchen keine vollen Eier. Aber es ist halt eben auch so, dass wir es nicht mehr leiden können, wenn ständig von dem Unwort des bezahlbaren Wohnraums gesprochen wird. Und ich bin etwas erschrocken, dass das heute hier auch wieder der Fall war. Und ich finde, es ist doch mal ein guter Gedanke zu sagen, wie schaffen wir das denn wirklich? Denn über den Neubau können wir ihn unmöglich schaffen, diesen bezahlbaren, zumindest sich selber, Wohnraum, sondern das geht nur über die Bestandsimmobilie. Und wenn man dann sieht, was hier in den letzten Jahren passiert ist, nämlich dass die Städte und Gemeinden ihre ganzen Immobilien, die bezahlbar, das nenne ich es nochmal, gewesen wären, verkauft haben, weil sie den Renovierungsstau praktisch nicht haben wollten. Jetzt sollen die bösen Immobilieninvestoren
sanieren und dafür auch möglichst noch keine höhere Miete verlangen. Und dann werden sie enteignet dann. Genau, und dann werden sie enteignet und das noch mal mit Steuergeld oder mit welchem Geld sonst. Geht ja alles gar nicht, aber vielleicht könnte mal jemand den Menschen die Wahrheit darüber sagen, es kann der Bauträger nicht lösen, über den Neubau geht es unmöglich, aber wir brauchen ja den Neubau dringend für ganz viele Menschen, die sich dieses sehr wohl leisten können, denn keine unserer Immobilien, die wir gebaut haben, ist nicht bezahlt worden. Also das können wir schon gleich mal gar nicht, und schon gleich gar nicht in Baden-Württemberg. Die Leute können sich da wirklich viel leisten, aber wir haben noch mal eine andere Schicht, das sind die, die nicht bezahlen können. Und hier müssen die Städte und Gemeinden, hier muss die Politik Abhilfe schaffen und nicht die freie Wirtschaft. Und die müssen mit ihren Wohnbaugesellschaften halt wieder ihren Auftrag aus der Satzung erfüllen. Frau Bahr, genau. Sie sagten, genau. Den Leuten die Wahrheit sagen, wir beide vergleichen jetzt mal unsere Wahrnehmung und was zu tun ist. Ich verstehe, was Sie mit dem bezahlbaren Wohnen meinen, aber das Ziel, dass Menschen angemessen wohnen können und nicht ihr gesamtes Einkommen für die Miete draufgeht, doch das können wir ja teilen. Auch wenn das Wort mitunter ein Kampfbegriff ist. Das wird teilweise, wie gesagt, ich wohne ja auch in Berlin dienstlich bedingt, wird daraus ein Kampfbegriff, dass top sanierte Wohnung im Szene-Kiez geringste Miete haben sollen. Das wird dann damit verbunden. Das ist ein Kampfbegriff. Aber das meinen wir ja nicht, wenn wir das verwenden. Wir meinen, angemessen bezahlt, nicht das gesamte Einkommen geht für die Miete drauf. So, Sie haben was weiteres gesagt, es geht nicht nur über den Neubau. Klar, der Gesamtbestand an Wohnungsangebot in Deutschland muss größer werden. Und das differenziert sich dann aus. Gibt es unterschiedliche Wohnlagen in unterschiedlichen Kategorien. Das ist völlig klar. Aber Zubau braucht es. Und jetzt kommt gleichzeitig der Lösungsvorschlag. Ich bin gespannt, ob Sie aus der Praxis das so teilen. Gemeinhin wird ja der Eindruck erweckt, es seien die renditegierigen Miethaie und Bauträger, die in unserem Land vorsätzlich es den Menschen erschweren, mit einer bezahlbaren Miete zu wohnen, um selbst reicher und reicher zu werden. Das ist ja das, wie sagt man, Narrativ. Schaut man genau hin, stellt man aber fest, der größte Preistreiber am Bau ist der Staat. Der größte Preistreiber ist der Staat. Warum? Zusätzliche Vorschriften bei den Energievorschriften, also den Energiegebäudestandards. In den Landesbauordnungen immer höhere Standards bei der Barrierefreiheit, obwohl der Anteil derjenigen, die es brauchen, gar nicht so hoch ist, wie es die Landesbauordnungen vielfach sagen. Der Staat weist auch keine neuen Flächen mehr aus, wo neue Baugebiete, Siedlungsfläche entstehen können, möchte man nicht. Gleichzeitig brauchen die Baugenehmigungen immer länger. Und in bestimmten Teilen werden sogar Formen im Bestand neu zu widmen, gar nicht genehmigt. Ich nenne Ihnen ein Beispiel aus einer deutschen Hauptstadt, die ich nicht näher bezeichnen will, wo die linke Bausenatorin untersagt hat, Dachgeschosse auszubauen. Warum? Das ist Luxus. In den Dachgeschossen auf 180 Quadratmeter Luxuswohnung. Das mag sein. Aber aus der zweiten Etage zieht vielleicht jemand in das Dachgeschoss, dann ist die Wohnung in der zweiten Etage, die günstiger ist, ja auch frei. Also, das wird nicht gemacht. Das ist ein Stück Ideologie dahinter. Grunderwerbsteuer. Grundsteuer. Für die Mieterinnen, den Mieter ist ja im Übrigen auch nicht interessant die Kaltmiete, sondern die Warmmiete. Und wenn der Strom immer teurer wird, Stichwort erneuerbares Energiengesetz, das hat der BAföG-Empfänger und die Rentnerin, diese Idee von Jürgen Trittin, dann wird die Warmmiete natürlich auch teuer und nimmt auch Anteil. So, deshalb was tun? Wir brauchen einen Baukosten-TÜV oder nehmen noch einen Schritt zurück. Wir müssen die Überoptimierung des Gebäudebestandes überwinden. Wir brauchen maßvolle Energievorschriften. Sagt nicht Christian Lindner oder die FDP, sondern da sagt das Bündnis bezahlbares Wohnen, wo sogar der Mieterbund mit dabei ist. Die sagen, bitte keine Überoptimierung des Gebäudebestands, bleibt maßvoll. Es gibt auch das Ziel der Bezahlbarkeit. Und
Es gibt auch eine Grenze, ab der zum Beispiel die energetische Gebäudesanierung sich gegen sich selbst richtet, weil plötzlich dann elektrisch betriebene Lufttauscher noch eingebaut werden müssen, weil die Bude komplett dicht ist und die Leute sonst krank werden. Also keine Überoptimierung, sondern im Bestand der bestoffenen Regelungen zurücknehmen auf ein maßvolles Niveau. Keine Photovoltaikpflicht auf jedem neu gebauten Haus, wie hier in Baden-Württemberg. Macht keinen Sinn. Wenn das Haus steht, wo Schatten ist, macht es keinen Sinn. Also da, wo es sich rentiert, rentiert sich übrigens vielfach heute schon sehr schnell. Also wer wirklich ein Dach hat, das in der Sonne steht, auch als Hausbesitzer, Gewerbeimmobilien, da rentiert sich das sehr schnell. Kriegt man auch gute Finanzierungen. Aber da, wo es sich nicht rentiert, hinzubauen, rate ich ab. Hat das Land Rheinland-Pfalz sinnvoller gelöst? Sind wir in der Regierung beteiligt, da gibt es nicht diese pauschale Pflicht, sondern es etwas angemessener gelöst. Keine neuen Vorschriften dieser Art, Baukosten-TÜV. Grundsteuer, Grunderwerbsteuer müssen wir unter Kontrolle bekommen bzw. reduzieren. Beschleunigung der Planungs- und Genehmigungsverfahren durch Digitalisierung. Wenn du, ich weiß nicht, ob das Ihr Geschäft ist, als Bauträger standardmäßig 6 Familienhäuser baust, sowas gibt es. Immer der gleiche Entwurf, standardmäßig 6 Familienhaus. Dann ist das einmal statisch klar. Und dann muss doch möglich sein, dass man quasi eine Musterbaugenehmigung für genau den Typ ausbekommt. Und egal, ob das in Hamburg oder in Lörrach entsteht, wenn die geologische Situation vergleichbar ist, dann kann das ganz flott genehmigt werden. Und zwar digitalisiert. Warum haben wir sowas nicht? Längst in der Praxis. Kataster für nicht genutzte Flächen in der Stadt. Ausbau von Dachgeschossen. Aufstocken auf Flachdächern. Nicht jeder will oberhalb des Supermarkts wohnen, aber da gibt es heute auch Lösungen, wie das geräuschschonend funktionieren kann. Und meine ich damals als junger Mann und Studierender, mich hätte es weniger gestört. Mich haben 250 Euro mehr Miete gestört, oberhalb eines Supermarkts zu wohnen, hätte mich nicht gestört. Und so weiter und so fort. Ich glaube, mit den Dingen können wir viel mehr erreichen als mit Mietendeckel und Vergesellschaftung, die nur Investoren abschaffen. Und der Staat könnte die Polizisten, die in der Hauptstadt arbeiten, auch besser bezahlen. Ja, angemessene Gehälter finden wir natürlich immer richtig und gut. Ja. Geschichte hier aus dem Wahlkreis. Gemeinde, 10.000 Einwohner, ein bisschen drüber, Ortskern. Da will jemand ein Wohn- und Geschäftshaus bauen, gemischt, auch mit 9 Wohnungen im Ortskern, keine neue Fläche im Außenbereich, Ortskern, Auflage, erstmal eine denkmaltechnische Untersuchung, denn es könnten ja römische oder keltische Funde drunter sein und kann ja sein, muss der Bauherr aus eigenen Kosten bezahlen, 5-stelliger Eurobetrag und wenn man was findet, wird nicht gebaut, sondern das Denkmal konserviert. Und das machen Sie einmal mit jemandem, der da Geld investieren will, dann springt er Ihnen irgendwie mal ab, wenn er da mal irgendwo einen Ausfall hat. Und dann geht die Entwicklung noch in den Außenbereich, da wo wir eigentlich Flächen einsparen wollen. Also ich glaube, wir leisten uns da einige Dinge, die wirklich so heute nicht mehr durchhaltbar sind. Haben wir jetzt noch eine letzte Frage? Das ist die Abschlussfrage heute, bitte schön. Vielen Dank. Wir im Böblinger Gemeinderat diskutieren gerade darüber, was wir tun können, um im Herbst, wenn die Schulen dann wieder öffnen, möglichst einen ungehinderten Schulbetrieb im Präsenzunterricht zu gewährleisten. Da diskutieren wir über Lüftungsanlagen oder Ähnlichem. Wenn wir in Regierungsverantwortung kommen würden, welches Konzept haben wir? Wie würden wir damit umgehen, überhaupt in diesem Bereich etwas zu tun, im Sinne der Angst, dass wieder eine Schließung erfolgt? Und auch eventuell in die Richtung hin, wie können wir Schulen umbauen, wie können wir das anders organisieren, sodass wir in Zukunft auf solche Pandemielagen eingerichtet sind. Ich will aus der Praxis berichten, was nach meiner Erkenntnis sich bewährt hat. Und das ist ein sehr ausgedehntes Testregime in den Schulen. Und zwar nicht mit den für uns alle und auch gerade jetzt für kleinere Kinder belastenden Tests, wo es immer weit hoch in die Nasenhöhle geht, sondern es gibt sogenannte Lolli-Tests. Das heißt, eine Art Spucktest.
Man kann das auch poolen. Das heißt, also man macht das für mehrere zusammen. Aber im Zweifel haben wir auch so viel Testkapazität, dass man das ganz regelmäßig in einer Schule machen kann, um dann zu identifizieren, wo ist ein neuer Ausbruch, um dann gezielt zu sagen, dort diese Klasse muss möglicherweise isoliert werden, in Quarantäne, aber nicht die ganze Schule. Erstens Tests. Zweitens, zu Hygienekonzepten gehört ja nicht nur, dass man Plexiglaswände hat oder dass man Laufwege auf dem Boden beschreibt, sondern dass man möglichst wenig Räume wechselt, möglichst wenig Klassenräume wechselt. Zu meiner Schulzeit war permanent unterwegs im Gebäude. Unter Hygienegesichtspunkt in der Pandemielage empfiehlt sich, das zu unterlassen und da auch den Kontakt zu anderen zu reduzieren. Dritter Punkt ist die von Ihnen angesprochenen Luftreiniger. Ich bin bei den Luftreinigern ein ganz klein wenig skeptischer, als so die allgemeine öffentliche Meinung ist. Ich glaube, dass es mit den CO2-Messgeräten, die dann einen Indiz geben, wann muss gelüftet werden in einem Raum, dass man da eine sehr kostengünstige Alternative hat, wenn der Klassenraum hinreichend groß zu öffnende Fenster hat. Sonst auch Luftreiniger, aber die wissenschaftlichen Untersuchungen, die etwa die Landesregierung von Nordrhein-Westfalen zu dem Thema angestellt hat, die geben ein bisschen Wasser in den Wein, will ich mal sagen. Also einen Luftreiniger aufzustellen im Klassenraum bedeutet nicht, alles ist prima okay. Und leider, wenn es eine entsprechende Lage geben sollte, ich benutze hier bewusst den Konjunktiv, dann wird man auch um das Tragen der Maske in der Schule nicht drumherum kommen. Zumindest zeitweise, ich denke jetzt etwa an die Situation Ferienrückkehrer nach den Herbstferien oder den Winterferien, dass man sagt, so, da muss man jetzt für die Zeit der Inkubation, bis Symptome feststellbar sind oder der Test ansteht, eine Maske tragen. Das könnten so Bausteine sein. Missverstehen Sie das nicht als Patentrezept. Das habe ich nicht und das werden Sie auch hier nicht finden. Wir können uns nur so vorbereiten, bestmöglich. Das, was wir nicht tun dürfen, ist gar nichts machen und nicht vorbereitet sein. Du hast ja auch aus der Praxis erzählt, gerade beim Bau. Ich habe zum Beispiel einen guten Bekannten, der hat drei kleine Kinder in der Grundschule und seine Frau ist auch noch Grundschullehrer. Also der ist jetzt mein Experte für den Primarbereich in Berlin. Und jetzt paradox, das ist so typisch deutsch, was wir über uns während der Pandemie gelernt haben und was mich schier wahnsinnig macht. Trug folgenden Lebenssachverhalt vor. Der Senat hatte dankenswerterweise hinreichend viele Tests für die Schule beschafft. Oh, keine Selbstverständlichkeit. Es gab Tests für die Schülerinnen und Schüler. Und es gab sogar einen Menschen, der die Kinder testen sollte. So eine kleine Sachkundeausbildung und so weiter. Aber der hatte schon keine Schutzkleidung für die Tests. Also hier so Schild und so. Also war der Mann, der testen sollte, bezahlt wurde, der ging in die Schule, hatte da die Tests, konnte sie nicht durchführen, weil er keine Schutzkleidung hatte. Und also wurde 10 Tage nicht getestet. Bis dann über die Bezirksverwaltung auch die Schutzkleidung, das Schild und so weiter ausgeliefert wurde. Das sind Kosten von 40 Euro. Und ich meine, ich würde mir dann wünschen, dass ein Schulleiter ein eigenes Budget hat und sagt, ich kaufe jetzt da die 40, 80, 100 Euro Sachen, damit das hier losgehen kann. Und verstehen Sie, worauf ich hinaus will? Ich mache jetzt rückwärtsgewandt an niemanden meinen Vorwurf. Nur genau solche Dinge können wir vermeiden. Wir können, wenn die Schule anfängt, dafür sorgen, da gibt es einen Raum, da gibt es die Tests, da gibt es die Schutzkleidung, da gibt es die Logistik, da gibt es die abgeklebten Flächen, da gibt es das Plexiglas, den CO2-Messer, also alles, was man nach menschlichem Ermessen tun kann, sollte man vorbereiten und werben für das Impfen. Wir sind ja, Christian, hier im Landkreis mit dem höchsten Anteil an Beschäftigten im Bereich Forschung und Entwicklung bundesweit. Und wir haben auch die Forschung und Entwicklung von Bosch hier neben vielen anderen bekannten Unternehmen. Und aus diesem Hause hat die Firma Bosch, nein, Moment, das ist noch nicht das Geschenk. Frage von Herrn Vogelmann. Die Firma Bosch hat Apparate entwickelt, das ist Hightech, die einen PCR-Test in 35 Minuten auswerten können. Und im Impfzentrum in Holzgerlingen, wo ich letzte Woche war, da gibt es drei solche Apparate und da machen die jetzt sozusagen, versuchen die Pooltests bei Schulklassen zu machen mit einem PCR-sicheren Ergebnis in 35 Minuten. Also wir versuchen hier im Kreis Döblingen die großen Probleme
mit Technik zu lösen, und das passt ja auch, deswegen haben wir ja auch so gute FDP-Ergebnisse. Wir strengen uns an, dass das auch weiterhin so bleibt. Ich danke dir sehr herzlich, dass du gekommen bist, trotz eines extrem vollen Terminkalenders, der auch noch lange nicht fertig ist heute, das wissen wir. Wir entschuldigen uns schon mal bei deinem Folgetermin für die leichte Überziehung hier, aber so ist das, wenn viele Fragen da sind. Herzlichen Dank dafür. Und ein bisschen Hightech geben wir dir auch noch mit, weil wir ja über das Thema Auto- und Technologieoffenheit gesprochen haben. Das ist ein Hybrid-GLE aus dem Hause Mercedes-Benz. Auch hier muss man fairerweise sagen, steckt aus dem Kreis Böblingen eher Entwicklungsleistung drin als die Montage. Wir montieren ja auch, aber den nun gerade nicht, aber Entwicklungsleistung schon. Und wir wollen damit eben auch zeigen, hier wird mit verschiedensten Technologien daran gearbeitet, umweltfreundlicher zu fahren. Wir liefern hier Lösungen, lasst unsere Ingenieure machen, das ist die Botschaft, die auch das Geschenk symbolisiert wird. Und wir sehr hoffen, gut, dass es in deinem Büro noch einen wunderschönen Platz hat. Ich denke, super, das passt zur FDP. Ja, das passt sehr. Ganz herzlichen Dank. Wir sehen uns ja noch im Wahlkampf. Wünscht einen schönen Abend und auf bald. Tschüss.